Und ich freue mich, euch jetzt noch einen ganz besonderen Experten hier vorstellen zu dürfen. Auf die Bühne kommt Felix Prinz zu Löwenstein. Und das ist toll. Der ist nämlich Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, außerdem auch noch beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau und macht sich seit sehr langer Zeit stark für den Ökolandbau. 100% willst du schaffen, sagst du bei jeder Gelegenheit. Und du bist selber Biobauer auf einem 160 Hektar Betrieb. Und heute sagst du 3 Minuten was zu, wie gelingt die Transformation? Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gerade von Vandana Shiva sehr eindrücklich geschildert bekommen, wir sind in einer Zeitenwende. Und diese Zeitenwende kümmert sich nicht darum, ob wir sie gestalten wollen oder nicht. Sie findet statt, das sind die Flammen in Australien, das sind die Dürresommer hier, das ist die Katastrophe des Insekten- und Artensterbens, die uns zeigen, es findet statt und wir haben die Wahl, wollen wir es gestalten, diese Zeitenwende, oder wollen wir sie nur über uns ergehen lassen? Kann man in diesen Tagen überall Plakate sehen, da steht drauf, du entscheidest. Naja, ganz falsch ist das nicht. Wir alle entscheiden mit der Art und Weise, wie wir einkaufen und wie wir konsumieren, darüber, wie produziert wird. Und in diesen Monaten, wo so viele Bäuerinnen und Bauern sich auf den Weg machen, ökologischen Landbau zu betreiben, ist es wichtig, dass wir ihre Produkte nachfragen, dass wir Bioprodukte kaufen. Nur dann kann gelingen, was die sich vornehmen. Aber in Wirklichkeit gibt es einen Subtext auf diesen Plakaten und der heißt, du entscheidest, die Politik hält sich raus. Und das kann nicht funktionieren, das dürfen wir der Bundesregierung nicht durchgehen lassen. Denn es muss gestaltet werden. Es wird entsetzlich viel Geld ausgegeben in Europa, das über die Gießkanne verteilt wird pro Hektar. Das brauchen wir, damit Bäuerinnen und Bauern belohnt werden für Leistungen, die sie erbringen, für die sie auf dem Markt keinen Preis erzielen. Wir brauchen eine andere Politik, die diese Zeitenwende zum Positiven wendet. Und noch eines, gestern sind viele Traktoren gefahren von Berufskolleginnen und Kollegen, die auch nicht mit dieser Politik einverstanden sind, die aber ein Problem darin haben zu sehen, wo sollen eigentlich die Veränderungen sein, die die Zukunft gestalten. Was ich denen zurufe ist, wir Bäuerinnen und Bauern müssen entwickeln ein Bild davon, wo wir eigentlich hinwollen. Und dieses Bild kann nicht entstehen, wenn man sagt, es ist alles gut, wie es ist, es sind nur falsche Messstellen und an den Insektensterben sind nur die falschen Lampen schuld. Wir müssen gestalten und das können wir nur, wenn wir gemeinsam ein Bild davon zeichnen, wo wir hinwollen. Dann können wir mit der Gesellschaft in den Dialog darüber treten, wie wir dahin kommen, welche Aufgabe in diesem Wandel zu übernehmen hat. Denn die Bäuerinnen und Bauern können das alleine nicht. Wir alle zusammen, wir können das und deswegen sind wir alle zusammen heute hier und demonstrieren. Applaus.